dieses YouTube hier ist ja, ich glaube zumindest, ursprünglich dafür erfunden worden, dass wir alle jetzt unsere Möglichkeit bekommen, unsere persönlich gemachten Erfahrungen mit unserem eigenen Gesicht, wo ihr immer schön drin lesen könnt, ob die Leute euch veräppeln oder nicht. Dass wir jetzt so ein Medium haben, das eben das erste Mal in der Geschichte, soweit wir das wissen, endlich mal anwenden können. Dann machen wir hier mal meine Erfahrungen bezüglich, wie Medien gemacht werden könnten oder können. Ich habe ja früher auch immer alles geglaubt, was da im Fernsehen gebracht worden ist. Da stehen ja ein Haufen Leute dahinter und so viele Leute können ja gar nicht Unrecht haben. Also muss da ja irgendwo was dran sein. Tja, was da alles dran ist, das kriegt ihr jetzt mit der Zeit wahrscheinlich dann raus. Ich habe es 2011 rausbekommen, als Fukushima passierte. Dieses Ding da in Japan, ihr wisst schon noch, könnt ihr euch noch erinnern? Klar, ne? Und zu der Zeit war ich auch noch in Kernkraftwerken in Deutschland angestellt. Und zu der Zeit hatte ich gerade einen Termin in Biblis, Worms, Kernkraftwerk Biblis bei Worms gehabt. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe das mit so zweigeteilten Gefühlen aufgefasst damals, das mit Fukushima. Aber das, was mich da natürlich erstmal nur persönlich interessiert hat, war gewesen, musste jetzt eigentlich auf Arbeit oder musste nicht auf Arbeit? Bezahlt werden muss es sowieso, also. Und wenn die Möglichkeit da bestanden wäre, dass ich hätte nicht auf Arbeit gehen müssen, wäre das für mich natürlich viel praktischer gewesen. Also habe ich so ein bisschen gehofft, ach, total cool, da werden die Leute jetzt übelst viele Demonstrationen vom Kernkraftwerk machen und so. Ist es in den Medien auch propagiert worden, dass diese ganzen Eingänge zu sind und habe ich schon gedacht, naja, wunderbar, mach nur die Eingänge alle dicht, dann komme ich ins Kernkraftwerk nämlich nicht rein, aber ich muss trotzdem bezahlt werden. Habe ich mir gedacht. Bin dann Montag ins Kernkraftwerk gekommen und frühmorgens kein Schwein da gewesen. Ne, ich dann halt auf Arbeit getrottet, meine, wie viel haben wir, 10 Stunden oder sowas gemacht. Dann wieder rausgekommen und dann waren auf einmal die Zäune zu gewesen. Ne, ich bin dann hier lang gedappelt und da standen überall ein Haufen Leute rum. Teilweise auch viele Leute, die vom Ausland her kamen. Also Biblis ist da wirklich eine ganz schöne Multikulti-Gegend gewesen, was da die Arbeiterschaft betroffen hat. Und ich die dann gefragt, ja, was denn hier los? Und die dann mir nur so zu verstehen gegeben, dass sie auch nicht wissen, was hier Phase ist. Also bin ich dann zu so einem Security hin, habe den gefragt, was los ist. Und da hat er dann nur gemeint, dass da unten an dem Zaun, ne, da weiter unten war noch so ein kleiner Zaun gewesen, hier da, da würden ein paar Randale machen. Und deshalb hat die Kernkraftwerkleitung halt beschlossen, da die Tore dicht zu machen und die Arbeiter nicht rauszulassen. Ne, stand man da wie die ganzen Minions und kam nicht raus. Da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ne, bin ich da runtergedappelt. Hab da unten den Security gefragt, was hier los ist, und da hat er gemeint, na hier, die machen Radau und solange die Radau machen, kommen wir nicht raus. Da habe ich mir die mal angeguckt, die da Radau machen. Ten. Einmal war es ein junger Typ, ich habe mir so auf 17 geschätzt, mit langen Haaren und so den ersten Bartstoppeln, der da an dem Geländer dran hing und übelst rumgeschrien hat, ja, ihr, ich weiß es nicht mehr genau im Wortlaut, jedenfalls hat er nur gemeint, dass Atomkraft scheiße wäre, so habe ich es mir gemerkt. Ne? Und da bin ich zu ihm hin, habe gesagt, hey, hör mal bitte auf, hier Radau zu machen, wir wollen jetzt raus. Ne? Und da hat er gemeint, ja, du hast ja jetzt nur die große Fresse, weil du da drin stehst. Wenn du jetzt hier rauskommen würdest, würdest du gar nichts mehr sagen. Ich mache noch was gegen Atomkraft und du bist noch dafür. Und dann habe ich gedacht, na, warte nur ab, Bürschchen. Es war ja gerade die Zeit, wo ich meine Bedini-Motoren da immer im Kernkraftwerk mit hin und her geschleift habe und die im Kofferraum hatte. Und habe gesagt, nee, ich mache wirklich nichts dagegen. Ja, ich mache was dafür, aber für die Lösung gegen die Kernkraft. Ja, das ist schon wieder das Wort gegen drin, aber ihr wisst schon, worauf es eigentlich ankommt. Ne? Und dann hat er auf einmal Ruhe gegeben und hat gemeint, ja, komm du nur raus und dann reden wir weiter. Ne? Ich dachte, na, warte mal ab.
Dann sind wir endlich rausgekommen und dann bin ich da hingekommen. Und was sehe ich? Ein Kamerateam von eines der größten Privatsender, die es hier so gibt. Ne, ihr könnt euch vielleicht schon denken, wer es ist. Und sie haben da mit ihrer Kamera draufgehalten. Ne, es war irgendwie ein Kameramann und einer, der das Mikro gehalten hat. Und dann, ich weiß nicht, ob noch eine Frau von dem Kamerateam mit dabei gewesen ist. Na, und jedenfalls dann noch so, ich weiß nicht, ob das eine Freundin von dem Krawallmacher, ne, die so an ihm dranhing. Die waren auf einmal komplett still, also mir gegenüber zumindest. Der hat sein Krawallding wieder versucht weiterzumachen, aber es war natürlich die Luft raus gewesen zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich gedacht, was denn das für eine Szene hier? Also auf den ersten Blick, und es war wahrscheinlich wirklich so gewesen, waren das zwei angestellte Studenten gewesen, die da für das Kamerateam extra ein bisschen Show machen durften. Ja, so dass wir später unseren Feierabend genießen durften. Na toll. Und der Einzige, der sich dann noch etwas für mich interessiert hat, der war der Tonmann gewesen von dem Kamerateam. Das war ein Student gewesen, der das auch nur so als Praktikumsjob gemacht hat, wie sich dann rausgestellt hat. Den habe ich dann mit zum Parkplatz genommen und die Bedini-Motoren, die ich damals hatte, so ein bisschen präsentiert mit meinem damaligen Wissen. Da war er schon sehr interessiert gewesen. Ja, und dann war die ganze Show so vorbei. Und da habe ich das erste Mal am eigenen Leib live mitbekommen, wie Nachrichten gemacht werden können.